Willkommen zurück, Freunde. Irgendwas ist hier los, ey. Ich weiß aber nicht was. Hier lieber rein, ganz schnell. Komm her, Mann, du Sohn eines Zombies. Was hast du nun davon, du Stück Scheiße, ey? Abgehalten, das Ding. Nimm das, Mann, nimm das. Lauf weg. Nimm, was du kriegen kannst. Der General gesagt. Ich hab's weggehauen. Das gute Stück hier. Zombie-Stück. Ach du Scheiße, hier kann man jetzt hoch und runter gehen. Oh, ich hab Angst. Ich hab Angst. Was kommt jetzt? Okay, guck mal, Natalia ist hier schon gewesen. Was? Hier wollte ich auch nochmal einen kurzen Kraut geben. Ach du Scheiße, Alter. Nein! Als hätte ich es nicht geahnt, ne? Fuck, ey, ein todbringender Laser, was machen wir denn da? Was sollen wir denn jetzt hier machen, ey? Krass. Ah, ich hab schon eine Idee. Warte mal. Am besten machen wir es erstmal so. Was hältst du denn davon? Meine liebe Freundin, du bleibst doch einfach mal hier. Warte. Okay. Mach das alleine, warte. Oh, Scheiße. Ich glaube, wir sollten lieber nicht weitergehen. Ja. Keine plötzlichen Bewegungen. Schritt zurück und nochmal scharf nachdenken. Okay, warte. Warte da, Roger. Ich würde sagen, ich muss mit ihr gehen, weil sie hat ja gar keine Taschenlampe. Boah, das wird jetzt spannend, ey. Krass. Boah, keinen Fehler machen. Scheiße, und die hat so kleine Füße, wer weiß. Hätte ich bestimmt gleich daneben irgendwo. Okay, da geht's weiter, hier lang, hier lang. Aber wir müssen ja auch das ganze Ding gleich wieder zurücklatschen, ne? Kein Fuß mehr. Scheiße, Mann. Hey, da ist ein Fuß, da ist ein Fuß. Hier ist ein Fuß. Boah, Alter. Das Ding will mich doch zu Tode foltern hier gerade, ey. Boah. Kein Fehler machen, komm, komm. Ein Denkfehler machen jetzt. Glasauge, haben wir. Haben wir? Ja, wieder zurück. War doch nicht so. Naja, wir können uns jetzt frei bewegen. Boah. Könnte nützlich sein. Bitte? Love lost in the dark. Get some light on your situation, ja. Das haben wir ja gemacht mit der Lampe, ne? Das war auch schon mal ganz... Warte da, Roger. Folge mir. Bin unterwegs. Wir haben das Glasauge. Per. Hab's jetzt eigentlich noch eine Tür? Nee. Scheiße. Haben wir noch genug Munition? Komm, get some. Versuch's einfach mal aus der Ferne ein bisschen jetzt. Sicherheit geht vor. So, hier geben wir mal die MP hier und dann. So.
Lauf schneller! Wir brauchen das Glasauge. Aber die Mucke macht den auch irgendwie verrückt, ey. Wir haben das Glasauge eingesetzt. Mit dem Retina-Scanner. Ich weiß zwar nicht wieso, aber irgendwie ergibt das Sinn. Also ich weiß nicht wieso, aber es macht Sinn. Halt doch mal das Radio aus, ey. Das macht einen ja verrückt. Okay, nice. Wir haben hier richtig das Scanner am Start. Nee, was ist das denn hier? Oh, geil, wir haben eine kleine Magnum. Waffen, die sie nicht mehr mit sich tragen können, werden automatisch zur Werkbank gesandt. Oh, Model 3. Model 329, ey. Kennst du das, ey? Ey, Bro, was geht? Moira, schau. In der Leiche. Ist das das, was ich glaube? Was soll das darstellen? Sieht aus wie irgendein Organ. Da ist doch eine Karte. Ja, kannst du mal sehen. Hier läuft die Kanalisation unter der Fabrik mit dem Turm zusammen. Aber das Arschloch von einer Statue versperrt den Weg. Weißt du, die Götter haben Prometheus bestraft, indem sie einen Adler seine Leber fressen ließen. Also, jetzt verstehe ich, was das sein soll. So, ich will ja nichts sagen, aber... Ich werde mal die Waffe hier nicht einfach so liegen lassen. Wo ist die denn? Ach, hier. So, ab nach unten. Und dann gehen wir raus. Seine Leber fressen lassen. Okay, ja, gut, dass wir die Leber haben jetzt. Noch gar kein Problem. Nichts wie raus hier. Wir wollen uns jetzt da gar nicht lange aufhalten. Okay, wir gucken mal. Wir nehmen mal die ganzen Sachen hier raus. Genau. Dann machen wir hier die Streuung noch mit rein und alles. Müssen wir nochmal schnell Laden reinmachen. Bei der Flinte, weil das war mir echt gerade zu langsam. Das andere ist Schaden, ne? 1000 Schaden jetzt. Sehr geil. Sieht gut aus. War schon eine Weile niemand mehr. Neil, wo bist du? Neil? Was ist mit dem Mädchen? Mädchen scheint sie wohl herzlich wenig zu interessieren. Okay, Leber haben wir. Ich glaube, uns fehlt eine halbe Leber. Dann suchen wir danach. Wir haben ja jetzt das künstliche Auge hier. Beziehungsweise das tote Auge. Ugh, stinkt wie Kuhscheiße. Die müssen hier Tiere gehalten haben. Ja, sein, ne? Ich bin ja mal gespannt, was jetzt hier kommt, ey. Weil das Büro-Dings gerade, beziehungsweise das Fabrikgelände, da war jetzt nicht so geil. Na gut, das haben ja Fabrikgelände an sich, ne? Was denn hier, ey? Richtig scheiße. Boden überall liegt scheiße. Tagebuch des Fabrikleiters 2. Meine Fabrik ist ruiniert. Ruiniert! Und alles nur wegen ihr. Was zum Teufel sollen all diese Fallen, die sie aufgestellt hat? Behauptet, sie wäre für die Sicherheit. Pah! Solche Sicherheitsmaßnahmen habe ich noch nie gesehen. Was zum Geier soll daran sicher sein? Sie hat ein paar verdrehte Ideen in ihrem Kopf. Muss an ihren Eltern liegen. Wer weiß, was für gräulichen Misshandlungen sie ausgesetzt war. Ihren Eltern Wesker, Alex und Albert? Wesker, ist sie die Tochter Natalia Wesker? Ich glaub's kaum! Muss mein Temperament im Zaum halten, ich bin zu weit gegangen. Aber angefangen, sie anzuschreien, hat sie es mir gegeben. Hat ihr Versprechen rückgängig gemacht und jetzt schmeißt sie hier den Laden. Will sie nicht noch mehr auf die Palme treiben, halte ich besser den Mund. Weiß, wo ich hingehöre. Dahin, wo ich am Leben bleibe. Sie ist mein Leben jetzt das Einzige, was mir noch bleibt. Macht Sinn. Macht Sinn. Lieben Dank, Freundchen.
Dein Schrubbelkopf da, den kannst du behalten. Will ich gar nicht haben. Haben wir hier? Hier? Ah. So, seht euch das doch mal an hier, Freunde. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Schwarzes Fass, das wir später noch brauchen. Also ein rotes Fass mit Schwarzpulver oder irgendwas hochentzündlichen drinne. Boah, was kommt da jetzt, ey? Hier hängen die Wildschweine, ey. Ich glaube, das eine Metzgerei. Hier wurde Vieh geschlachtet. Wie viele verfluchte Filets muss man machen, um diese Menge Blut zu bekommen? Boah, krass, ey. Kannst du da nicht durchgehen, ey? Oder warum gibt's da kein Dings? Psst, da kommt was. Abfluss oder irgendwas? Oder? Nee, da nix. Kommt eh gleich so oder so. Schlachthausschlüssel, okay. Bist du? Komm. Ach du Scheiße, ja, schon wieder. Hey, der Wärter ist wieder am Start, oder was? Tausend Schaden macht das Ding, ne? Was nehmen wir noch mit, aber... wollte ich jetzt eigentlich gar nicht holen. Wo bist du? Alter. Brennt sich dein Leck oder was? Leck, 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 leck. Ja, der fackelt sich selber weg. Das ist ja an sich nicht schlecht. Nochmal rangehen, versuchen. Oh, nice. Ein Vieh, ey. Brauche Hilfe. Drei Dinger. Da muss ja irgendwas Spannendes drin sein. Oder was meint ihr, was da drin ist? Schreib's doch mal jetzt in die Kommentare. Genau jetzt. Pause machen und reinschreiben. Ist der Schlüssel denn in das Schlachthaus? Schlachthausschlüssel oder noch was Besseres? Wir brauchen zum Schlüssel. Oh nice, mitten in Schwarze. Erweiterungstasche Claire, okay. Nicht so spannend. Ah ja, guck mal. Schießpulver. Und Klero. Da unten haben wir sogar eine Anzeige. Krass. Ich wusste ja nicht, dass das Ding auch noch abgeht, dann. So ausgeht. Wenn man zu lange hier anvisiert. Machen wir auch gar nicht, ne? Dass wir das mal anvisieren hier oder so. Muss die Mechanik ja auch nutzen, aber irgendwie ist diese Mechanik mit dem Licht ist echt voll Alan Wake-Style. Bei Alan Wake gab es ja auch nur die Taschenlampe damals. Mega geil. Ein bisschen ähnlich hier, ne? Revelations so ein bisschen so. Silent Hill und Alan Wake so eine Kombination, so fühlt es sich an. Ah, was kommt denn jetzt hier schon wieder? So. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ganz ehrlich. Oh. Was jetzt? Was jetzt? Durchgehen, oder was? Dann können wir nicht raus. Die einen beiden war ja kein Thema, aber die anderen da... LOL! Die fahren einfach aneinander vorbei. Scheiße. Machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Oder hier hoch oder so? Ah, hier, nice.
Schneller, 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 schneller. Ich übernehme das. Halte durch. Schneller, 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 schneller. Das ist echt nur eine Sekundenfrage, ey. Sie ist da ja auch nicht mehr rausgekommen, das ist natürlich das Problem, ne? Alles klar, direkt nochmal. Was ist das, wir waren so nah dran und dann das. Komm schon, schnell hoch da, schnell! Diesmal aber einen Zahn zulegen, wenn ich bitten darf. Sammeln wir noch unterwegs. Ich übernehme das. Die Munition halte durch. Ist kein Problem. Komm, komm. Ah, Claire, aber du bringst mich echt in Schwierigkeiten hier. Frag mich, ob wir den Dicken auch hätten anvisieren können hier. Mach mal ein bisschen Pulver hier zurecht. Eine Flasche haben wir hier noch. So, hier haben wir auch schon alles eingesammelt. Ah, hier können wir jetzt geradeaus durch, tatsächlich. Bin mal gespannt, was hier jetzt hinter auf uns wartet, Freunde. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt eigentlich wissen will oder nicht, ey. Das ist jetzt echt eine gute Frage, ne? Und ich glaube, hier ist gerade noch gar nichts. Das ist natürlich schon mal ganz gut. Aber es kann sich nur um Äonen handeln, was jetzt hier passiert gleich. Komm, machen wir. Da ist was im Behälter. Ja, ich sehe das schon. Ja, ich habe Angst, Mann. Ich weiß nicht, ob wir das tun sollen hier oder nicht. Weißt du, was meinst du? Also wir sind hier echt gut drauf hier im Haus. Überhaupt? Können wir es schaffen oder können wir es nicht schaffen? Mann, die sieht auch ganz schön dreckig aus hier schon mittlerweile, die Gude. Die will auch nicht mehr. Siehst du das? Die will einfach nicht mehr. Ich will. Na gut, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Na, gespannt, was hier noch alles kommt, ey. Macht's gut, Freunde.